Sind wir dran? Ja, genau. Ja, grüß dich. Hi. Hi Mario, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Das Wetter ist so ein bisschen hier, aber so lala. Ja, und selber? Ja, auch gut. Wetter startet ein bisschen zu windig zu kommen, aber ja, hoffentlich dann ein, zwei Tage von Schnee und Regen und dann kommen hier wir Frühlingswetter. Hier geht gerade wirklich die Welt unter, ey. Ja, Aprilwetter ist sehr speziell. Ja, gut, machen wir Uhrencheck. Bei mir immer noch Heimdallah, heute am Originalband, an dem Waffel. Ah, den Gummiband, ja. Genau, irgendwie. Ich habe jeden Tag was anderes und heute die. Ja, ich habe die G-Shock, den All Black. Ich habe einen neuen bestellt. Gestern war ich auf eBay und dann habe ich gesehen, dieser Transparent für einer, der hat für 107 Euro zum Verkaufen, dieser Casio Oak. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, 100 Euro, ja, das ist gar nicht schlecht für die Transparent und so. Und dann habe ich nochmal auf Google, habe ich eine deutsche Website, Elle Jules oder irgendwas so, für 97 so. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, 97 ist besser als 107. Okay, dann kaufe ich diese 97. Ja, die Oak, die finde ich nicht. Da gibt es ja auch zig Versionen. Hast du nicht mal die gehabt, die in Knallrot war? Die Oak? Ich wollte den Knallrot holen. Ah. Und dann habe ich mich einfach zurück. Ich habe gedacht, okay, du werdest die tragen vielleicht am Strand oder wenn du irgendeinen Sport machst oder so. Aber transparent macht mehr Sinn am Strand, weil wenn du Sonne, dann habe ich immer im Sommer hier Abdruck. Ja. Und wenn ich die ganze Zeit morgens habe, dann habe ich keinen Abdruck mehr. Abends trage ich meine andere Uhr, morgens habe ich nur eine Uhr, die durchsichtig ist. Und dann habe ich keine Abdrücke mehr. Ich wollte mir die G-Shock 5610, die gibt es ja einmal in Knallorange auch, die Square. Ne? Aber das Ding ist, sieht cool aus, aber ich glaube, das hat man schnell über, glaube ich. Ja. Da hast du dich satt gesehen und dann habe ich so, ah ja, weißt du, was ich meine, ne? Ja, der kenne ich. Das ist dann wirklich Pop-out, so. Du siehst so, okay. Aber dann hat man, deswegen ist das vielleicht, weil meine Ziffernblätter immer schwarz sind. Das passt immer. Na, ja, du hast alle fast deine Uhren sind Zifferblatt schwarz. Ja. Deswegen sagt auch jeder, du kaufst dir immer dieselbe Uhr. Da sag ich immer Amateure. Ja, aber das ist genauso dieselbe Sache, wenn jemand zum Beispiel sammelt nur Submariners oder sammelt nur Seamaster oder Speedmaster. Und die Leute sagen, hä? Das ist die genau dieselbe Uhr. Nee, das ist der zum Beispiel 5512 von der 87A und das ist der 166 von der 94 und da alle für andere Leute sind alle gleich. So, ja, nein, ja. Der hat einen roten Strich hier, genau, der genau. Ist Tritium, hier ist der Swiss, dann ist nur Luminova, hier ist Super Luminova und dann ist, du hast so viel kleine Änderungen, aber wenn jemand da nicht in der Sache sind, dann... In der Materie, naja. Ja. Ja, hier bei der Citizen ist der orange Zeiger hier. Und oranger Zeiger und Krone auf 4. Und hier bei der Seiko ist der Zeiger nicht orange, sondern rot-weiß und Krone auf 3. Ne? Und ja, das ist trotzdem dieselbe Uhr. Ich so, nein, das ist nicht dieselbe Uhr. Ja. Aber ach, ist ja mein Hobby, nicht deren. Ne? Genau, ja. Ja. Leute, lasst in der Kommentare, was ist eure Hobbys, die auch den Leuten immer sagen, ist das alles dieselbe Messer, ist das alle dieselbe Uhr? Was sind die Kommentare, ob gibt es was anderes? Ja, heute wollten wir reden über Tools, oder? Ich habe hier eigentlich, wenn wir mit Tools reden, dann müssen wir mehrere Episodes machen. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache nur den kleinen und den, weil das ist wichtig auch, so meine kleine Tasche von Tools. Die ich immer habe dabei, neben meiner Armbänder. Ich habe meine 12er Cyclops, also zum Schauen. Das sind Berion Z
von 5 Schrauben, von 0, glaube ich, 4 bis 1,2. Ja. Glaube ich, 1,6, sorry. Ja. Eine Gehäuseöffner von Bergion. Natürlich muss auch Federwerkzeuge, also dicker, dünner, von anderer Seite, die sind auch Bergion. Also Bergion, ehrlich gesagt, von Preis-Leistung her muss ich sagen, top. Ja, ich hatte auch gebraucht eine 2 mm, da habe ich auch von Bergion geholt. Und die sind auch cool, die sind so Tweezers, aber Carbon. Also dann sind die antimagnetisch. Dann kann man, wenn man die Uhr öffnen, kann man benutzen, kein Problem. Noch einer Bergion ist diese Zeigerentferner. Der Aufsetzer, ja. Genau, der Entferner der Zeiger. Das ist chinesisch, da hatte ich keine Bergion gehabt, aber das ist dasselbe wie hier. Aber mit einem Griff, so dass man ein bisschen Druck üben kann. Eine super Investition auch ist diese Polywatch. Ja. Polywatch ist echt gut. Das ist wirklich für die Leute, die Vintage-Uhren haben. Und Kannst last but not least ist. du, kurze Frage, kannst du mit Polywatch auch Mineralglas polieren? Wirklich? Das ist ja gut. Ja, ist nicht so wie da gibt es ein anderer Polywatch für Mineralglas, aber der ist nicht so gut. Den habe ich auch probiert. Aber Polywatch für Mineralglas macht ja zumindest, dass du sichtbar wieder, also dass du kannst sehen und kannst so, okay, es wird nicht glänzen, aber Na, dann kannst du klar. sehen zumindest. Und das ist der last but not least, das ist eine elektronische, wie hieß man das? So eine Caliper. Schieb Ja, zum Messen, wie groß ist der Uhr und alles genau, zum genau zu sein. Ja, die sind so der Basic Tools, vielleicht für Leute, die sind nicht so basic, aber für mich, das ist richtig der Mindest, was du haben musst, wenn du eine Uhr regulieren oder öffnest oder sowas. Und die Zeitwaage, ne? Ja, genau. Und Zeitwaage natürlich, das ist der andere Tasche. Aber die für Armbänder, das ist für mich sehr wichtig auch. Für Armbänder, wenn man Armbänder wechseln wollen. Ich muss mir auf jeden Fall noch einen holen, etwas größeren. Ich habe den von Bergion, den 67F, den. Ja, genau. Ja. Das. Die ist, hat es, also einmal mit dem Pinnenausdrücker und dann Ja. einmal hier nee, so rum. Mit der ganz feinen Ja. Spitze. Aber der ist ganz gut. Das ist ganz gut. Ich habe den auch. Der funktioniert echt gut. Aber ich habe den dickere geholt wegen der Tudor und die anderen größeren Uhren, das ich habe. Die macht das Arbeit einfach ein bisschen leichter. Ja, die Pushpins da, ne? Ja. Ja. Muss man nicht so tief rein in der Armband zum Suchen, wenn der richtig fein ist, dann macht Das das. habe ich gestern bei der gehabt und dann habe ich unten mir auch mit dem Baryon einen kleinen Kratzer an die aber das ist nicht so, was passiert. Ja, also wegen die Kratzer, da gibt es immer so Tape, kannst du Tape machen. Aber ich mache jetzt nicht mehr. Also die Uhren, die so einen Kratzer haben, dann sage ich, okay, jetzt ist zu spät zum Tapen. Ja, stimmt, da, ja, das habe ich vergessen. Ja, das hab ich wirklich vergessen. Ja. Ja, das ist mir beim Messer mal passiert. Habe ich hier auch, aber gut, das hat sowieso schon eine Menge Kratzer und beim Schleifen habe ich nicht richtig abgeklebt und da habe ich dann hier oben so ein paar. Bin ich gegen Schleifstein gekommen und naja, aber ist halt so, dass es halt auch zum Gebrauch manchmal sieht man vielleicht noch da Kratzer, na, es spiegelt jetzt zu sehr, aber das Ja. habe ich schon seit Jahren. Ich gebrauche das ja auch immer, das ist bei der Coendura. Das ist auch, leider kommt das die Farbe jetzt nicht gut rüber, das ist knallorange. Ja, der Orange sieht echt stark beim Spider-Core immer, glaube ich. Ja. Also Blaze Orange da. Das ist super, wirklich. Und dasselbe ist, was braucht man?
Also Genau, was erstmal. braucht man zum dem Messer? Weil ich habe zum Beispiel diese kleine Opinel, die hier, du hast mir gesagt, dass die sollte eigentlich schärfer sein. Und dann habe ich geschärft auf den normaler Messer, wo so Küchenmesser. Du Und die meinst war schärfer, Wetstahl? aber ich glaube, es gibt eine bessere Option, oder? Du meinst sowas, ein Ja, Wetstahl? genau. Pass auf, ein Wetstahl ist nicht zum Schärfen. Nicht zum Schärfen, das ist nur, um den Grat wieder aufzurichten. Damit kann man nicht schärfen. Das So. ist nur ein Grat aufrichten. Schärfen, oh, ich hab so viel Schärfequipment. Also ich habe Wassersteine, ne? Von 1000er Körnung, 3000er, 6000er und 8000er. Das Ding ist, da muss man üben, da muss man Ahnung haben von. Du musst Winkel wissen, wie viel, wie so. Das ist eine Übungssache, das muss man lernen. So, dann hast du eine Sache zum was einfacher ist. Hier, das ist der Worksharp, der hier. Das ist so ein Tool. Hier hast du Diamantplatten, die sind magnetisch. So, die macht man hier rauf, wieder. Warte. So, und hier ist der Winkel vorgegeben, hier. 20 Grad zum Beispiel, hier. Ah, ich gehe damit die Messer einfach Genau, so. dann gehst du so oben drauf. Winkel wird vorgegeben und dann geht man einfach immer ab und dann immer Ah, so. okay. Dann hast du hier, hat man zum Ledern eine Seite, dann ist hier Keramik. Also Wow. das sind mehrere Steps Das halt, ist ne? echt cool, ja. So, Da macht noch die ganze Arbeit einfacher. dann habe ich hier zum Abledern, hier ist einmal Chromoxid grün. Das ist eine ja, Schleifpaste. Hier ist normal blankes Leder. Und das ist alles nach dem Schleifen. Das ist nur noch Veredelung, wie bei Cape Cod zum Beispiel, wenn du polierst. Ah, Ne? okay. Ne? Und dann habe ich hier noch einen Pastenriemen, hier wieder grün. Hier ist ein, was waren das? Irgendwie eine Carbid, Paste. Aber die benutze ich nicht, die ist sehr aggressiv. Also das. Dann hier nochmal für Rasiermesser. Ich habe auch Rasiermesser. Okay. Und damit auch, das ist dann auch so ein Stoßriemen, habe ich mir auf dem Flohmarkt gekauft, sauber gemacht, geölt. Und damit, wenn das Messer scharf ist, ziehst du einfach auf Leder ab. Und das wird richtig, also es muss schon scharf sein, damit es richtig scharf wird. Ne? Mit Stumpf, wenn Okay. stumpf ist, bringt gar nichts. Bringt gar nichts. Nein, 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 nein. Also, wenn du, also meistens 15 bis 20 Grad, dann. Und was man immer in so Dings sieht, wenn die zack, 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 zack schnell machen, bringt gar nichts. Bringt gar nichts. Nee, die halten den Winkel nicht, das ist nur Show, das ist nur, weißt du, Welle machen. Immer langsam Winkel und ohne Druck. Kein Druck. So. Und das ist einer von, den habe ich von meinen Eltern mal bekommen, die haben früher in der Fleischerei gearbeitet, jahrelang. Das ist von Dick, Firma Dick, Wettstahl, der ist, oh Gott, der ist fast 30 Jahre alt. Aber funktioniert immer noch. Das ist eine sehr gute Qualität. Ja. Dick, ne? Und ja, das, aber wie gesagt, am besten, meine persönliche Meinung ist Wasserstein. Es gibt natürlich auch elektronische Maschinen, So für Dinge. Anfänger, was könnte am besten für den? Für Anfänger. Also für Anfänger würde ich vielleicht wirklich diesen hier nehmen. Diesen hier. Das ist von der Anschaffung nicht so teuer. Oder es gibt auch noch einen von Spyderco Sharpmaker, den habe ich auch, aber der ist teuer. Der kostet fast 80, 90 Euro, der. Ah, Da ist okay. da auch der Winkel vorgegeben. Aber hier hast du 20 Grad, das ist Standard, so 15, 20 Grad. Und das ist wirklich, wie sagt man, idiotensicher. Ranhalten, ziehen, da, und das sind Diamantdinger. Damit kriegst du jedes Messer scharf. Jedes. Ja? Das ist echt cool. Muss ich Das eigentlich anschaffen. kostet in der Anschaffung 30 Euro ungefähr. Aber ist halt eine sehr gute Qualität. Ja, Ne? lohnt sich auch, wenn man die ganze Messer jetzt schneidet nicht so gut, dann lieber sowas anschaffen als neue Messer. Kauft dir bloß nicht so ein Gerät, was man überall so, wo du die Klinge so durchziehst, elektronisch. Das macht dir die Klingen kaputt. Ne? Das ist wirklich so. Ne? Aber ist nur meine persönliche Meinung. Ich habe Schleifsteine, aber wenn du wirklich mal stumpfe Messer hast,
Schick sie mir, ich schleife dir die für lau. Ich will da kein Geld für. Ich mach Perfekt, dir danke dir. Mache ich gerne. das. Das mache ich. Meine Mutter fragt mich auch, dann kommt die mit Handtasche, weißt du? Und dann so ein Schlachtermesser. Hier, kannst Ich. du mir. Aber ich mache das gerne, ja, weil Familie. Ne? Ja, natürlich. Ja, aber das ist genau ja, wie halt für die Uhren so, ne? Und das, wie heißt das? Never Die, was ich dir gezeigt habe, die Dose, die Ja, benutze ich ja. für meine Messer zum Polieren. Zum Polieren, ja. Ja, weil Never Die, nicht wie Cape Cod. Cape Cod musst du ja abtapen. Ja. Habe ich ja auch bei der einen Psycho gemacht, wo die Centerlinks da poliert sind, die anderen nicht. Und sonst würden die Mattenstellen zupolieren. Das ist auch Ja. nicht gut, ne? Möchte ich ja nicht, dann ist der Kontrast weg. Das poliere ich auch ab und zu immer, dieses Case, das spiegelglanzpolierte Klinge und hier die Neusilberbacken und Messing und richtig oldschool, aber ich liebe das. Ne? Ja, das ist echt cool auch. Ne? Das ist auch schön, das ist auch Handarbeit aus USA. Ja, ich habe gesehen, einer bei der Uhrmacher, eine Swiss Army Ding, also diese Multifunktion Ding. Und die hat eine Gehäuseöffner Ja. drin, glaube ich, von Victorinox, glaube ich. Victorinox, ja. Genau. Wenn ich hole mir noch eine Swiss Army Knife, dann hole ich die, weil die könntest du ein paar Sachen von hier in nur eine Swiss Army Knife. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Ist deiner nicht von Victorinox, der von Bellaro? Ja. Ja, ne? Ja. Vielleicht haben die, das Bergeron gesagt hat, hier, diesen Gehäuseöffner, hier macht mal welche mit unserem Label-Dings da. Ja, Das deswegen habe ich gibt. gedacht, bei der Uhrmacher, wenn ich den gesehen habe, habe ich gedacht, ah, okay, dann ist nicht so komisch, dass meine auch hatte diese Victorinox, genau hier. Ja, dann ist das auch echt. Also dann ist das kein Fake. Ja, das ist ein echtes, ja. Ja, deswegen, da war ein paar online, aber andere nicht hier Victronics geschrieben. Da habe ich gesagt, vielleicht soll ich nicht von denen kaufen. Ja. Auch bei AliExpress habe ich, da steht, komisch, na gut, das ist, die haben auch echte Victorinox, habe ich gesehen. Aber zum dreifachen Preis, was du hier sonst bezahlst. Ja, weil dann, weil du holst den nach die Verzollung, also das Ja, die ja, ja, ja. verzollt zu China Genau. und dann du zahlst den Zoll für die Chinesen einfach, obwohl du Genau. hast du schon hier bezahlt dann so. Richtig, richtig, ne? Ne, aber ja. Ja, aber die Heimdallah, ich bin da wirklich ge Ich bin gespannt. gespannt, wenn die kommt auch, ob die in die ja, in der vorgegebene Ding sind. Oder und ob die bleibt auch wie die, weil die Steel Dive, die Captain Willard, die SD 1970, die Ja. habe ich und nach 2 Wochen immer noch jetzt ist unter plus 5. Also, Oh, das ist top wert. ja, muss ich sagen, da hatte ich wirklich drauf geachtet, so langsam gemacht, auf 2, 3 Tage drauf geachtet und so und dann. Ist geblieben. Supi. Ja. Super. Ja. Ja. Ich habe ein mehr andere Tools, aber ich habe gedacht, können wir die für die nächste Genau. Video machen. Genau. Gut, dann sagen wir erstmal danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video, würde ich sagen. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Ja, bis zum nächsten Mal. Jo, Ciao. ciao. So und zack.